Anroks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Da muss es eine Lösung für geben. Da war ich nicht zu glauben, dass das stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Ich finde es auch sehr verdächtig, dass die Heiner zum Mangos bitte. Ich meine, wir sind da oben im 19. Jahrhundert, aber trotzdem. Haben sie einen verflucht. Hier, auch im 19. Jahrhundert. Ein Heiler oder ein Arzt hat doch immer den Job, nach einer Lösung zu suchen, bis es nicht mehr geht. Das ist doch, dass die Heiler am St. Mungo-Hospital aufgeben, das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuhelfen. Da muss doch Patient tot oder geheilt. Das ist einfach was anderes. Ich meine, in der Praxis ist das manchmal anders, aber man sucht doch trotzdem immer weiter. Stein. Ich werde nicht ruhen. Das war dein letzter Fehler. Das bezweifle ich. Schön, dass du mal vorbeikommst. Ich werde dich ruhen. Bist du tot, Best. Ich werde dich ruhen. Bist du tot, Best. Sicher, dass kein Problem. Den ignoriere ich gerade einfach. Levioso. Ausweichen. Oh. Ich gebe zu, das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ich wollte dich warnen. Ach, mich warnen? Ist doch chillig. Okay. Etwas unnötig. Ein neuer Hut. Ach nee, der ist zu zerfleddert. Und den nehmen wir und passen die das Erscheinungsbild an. Neuen Briefe. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich
ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Die mysteriöse Gattung der Boomer. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein vorbeilaufendes Kind. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat. Ich hoffe, wir haben dabei nicht verflucht. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall. Aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Okay, Hinweis suchen. Revelio! Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Das ist ja wahnsinnig spannend. Das klingt vielleicht ironisch, aber war so gemeint. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Komisch, dass das Ministerium nicht mehr tut. Revelio. Die Statue ist das. Renrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst. Na, da hinten ist noch was. Eine Münze. Eine. Ist ein Kind in den Brunnen gefallen? Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Ah! Aus der Rückblende von... Revelio! Rookwood. Nee, Rookwood war das... Wie hieß denn der Alte? Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Oh je. Da sind wir was auf der Spur. Den Spiegel. Sebastian, nee, ein Bild. Hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Die Erinnerung zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Was ist mit den Armen los? Und eine Dürre. Die Hüter haben mir auch andere Erinnerungen gezeigt. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ist alles ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, ich rede nicht von Quidditch. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Und jetzt siehst du Erinnerungen, die Hüter hinterlassen haben? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Auf jeden Fall haben wir beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Sieh dir das an! Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob es etwas blockieren soll? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Confringo!
Eine Treppe. Revelio. Mal vorsichtig sein. Ich will nicht auch verflucht werden. Tut unheilbar sein. Warum eine Treppe blockiert? Vielleicht gibt es hier etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Doch hier. Ich bin hierher gekommen, um zu lernen. Und jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Soll ich alle Hoffnung fahren lassen, werde ich dann nicht ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben. Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und dabei doch zugleich wissen, dass ihren Herzschmerz lindern könnte. Ah, es kommt mir bekannt vor. Kann ich helfen, Herzschmerz lindern? Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnerte, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schief gehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchung fortführen. Sicherlich, aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isidoras Reisen. Okay. 1 von 7, gute Güte. Es ist meine 2. Woche im Lager. Jeden Tag kommen mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar unserer eigenen Heiler tun für sie, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen, die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann gesehen, etwa so alt wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Es war unerträglich. Ich fühlte den Drang, ihm etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen könnten falsch liegen. Ich habe diese Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir ihm so grausam zu sein, ihm nichts zu helfen, wie es grausam wäre, sie von ihrem Leiden zu erlösen. Ein Tagebucheintrag von Isidora. Ich sollte ihn aufbewahren. Revelio. Okay, mehr Tagebucheinträge gibt's nicht. Katringo. Incendio. Pflanzen tun. Aha. Revelio. Du wirst es nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Nein. Ein Brotschlüssel in Form eines Spiegels. Oder Bildes. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen. Wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich habe die seltene Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Ich weiß nicht, was ich von dir erwartet hatte. Aber nicht das. Ich wusste, dass du mir nicht alles sagst. Alte Magie? Was heißt das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, aber die Hüter sagten, dass es mächtige Magie ist, die nur von wenigen genutzt werden sollte. Und du gehörst dazu? Weiß ich nicht. Fig und ich glauben, dass Renrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Soll das heißen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Das wollen wir herausfinden. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte, wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Okay.
betreten mal die Krypta. Da sind wir. Warum führt die Tür uns hierher? Ah, diese Krypta. Ja. Hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Tja, ich kann daraus wenig lesen. Was Hilfreiches in der Nachricht? Ein Runensymbol. Bei den Hütern habe ich ähnliche Symbole gesehen. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter. Und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich konnte keine Spuren bei deiner Schwester entdecken. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Hast du nicht. Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Skriptorium. Ich melde mich. Bis bald. Ich bin gespannt. Okay, Quest gelöst. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Schulaufgaben. Ach, da hätten wir dran denken können. Als wir dort waren. Und wir haben hier drei Sachen zu lernen. Und zur Not haben wir dann auch noch hier Alumora. Müssen wir auch noch lernen. Die Pulse auf den limitierten Gegner. Triff mich bei den Ruinen von Schloss Falbart. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Nati hat was für uns. Die Pulsung. Auf den debütierten Gegner. Das ist genau so. Merke ich mir. Dann schon nächste Hauptquest. Ganz weit oben. Und Astronomie und okay, wir gehen erstmal zum Astronomieunterricht und dann gehen wir dorthin. Nächste Schulstunde auch kurz. Da bin ich scharf drauf. Müssen wir uns natürlich passend kleiden. Genau so. Nach all dem Stress ist jetzt erstmal
gibt es erstmal ein bisschen Unterricht. Okay. Endlich wieder zurück in Hogwarts. Deine freundliche Seele hilft? Nö. Aus Prinzip nicht. Stehen noch mehrere Schlüssel und lauschen. Immer demselben Stück. Wenn wir eh schon mal im Astronomieturm sind, dann müssen wir auch mal einen Traum der Wünsche. Dann mal gucken, was wir neu haben. Ist das nicht Nazi? Unglaublich, dass du die alte Uniform gefunden hast. Gut gemacht. Raum der Wünsche. Boah, kalt. Durch den Geist durchgegangen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Das ging hier irgendwie eine Leiter hoch. Astronomie kann natürlich nur nachts gemacht werden. Ach, Fasern. Die Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Karten legen. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen. Professor Schaar. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Aha. Wow. Das kann nur großartig werden. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer die Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein. Stellen Sie es scharf. Selbstständig. Da will jemand ein Gentleman sein. Ah, fokussieren. Wir sind Fokus. Wow. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Ich meine, die Hogwarts-Mente sind auch sie nicht besonders dick aus. Oh, hallo, ich bin Amit. Wir haben Zaubertränke zusammen. Glücklicherweise gab es in diesem Kurs noch keine Explosion. Oh, hallo Amit. Schön, dich wiederzusehen. Habe ich Professor Schaar richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop?
Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja klar, es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Ja, sicher. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also, ich... Danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten... noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Aha. Ich habe die Beobachtung möglichst lang aufgeschoben. Ach, hier unten. Hat ja viel gebracht. Wie soll ich Sirius finden, wenn man... Professor Shah ist so kalt und distanziert wie die verfluchten Sterne, die wir kartieren sollen. So wollte ich meinen Abend nicht verbringen. Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Ach, die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung. Professor Shah, ich würde gerne mehr über Astronomie erfahren. Immer seltener trifft man auf Schüler, die sich mit himmlischen Dingen befassen, aus eigenem Antrieb. Aber wenn sie wirklich die Bahnen im Kosmos kartieren wollen, müssen sie ihren Geist vom irdischen Geplapper anderer befreien. Wir selbst sind wie unbeschriebene Himmelskarten, wissen Sie? Leere Leinwände, die nur darauf warten, all das aufzunehmen, was das Universum zu bieten hat. Verstehen Sie? Sie haben vorher im Unterricht Astronomie-Altäre erwähnt. Worum handelt es sich dabei? Vor langer Zeit haben Liebhaber der Astralkünste überall Steinplatten aufgestellt. Sie sind ideal, um Sternenkonstellationen nah und fern zu studieren. Über Jahrhunderte nutzten Zauberer diese Astronomie-Altäre zur Sternenbeobachtung. Leider sind sie jetzt nur noch Mahnmale des unerschrockenen intellektuellen Strebens einer vergangenen Epoche. Stimmt es, dass Sie nur wenig von der Wahrsagerei halten? Von allen anderen Disziplinen, die hier gelehrt werden, ist Wahrsagen sicherlich die schwächste. Vor allem, wenn es um diesen astrologischen Unsinn geht. Astronomie und Astrologie sind nicht dasselbe. Das eine ist verbriefte Wissenschaft, das andere purer Wahnsinn. Danke, Professor. Ich freue mich schon auf die Sterne. Das höre ich gern. Die Sterne stehen heute günstig. Ja. Den Amit musst du finden. Astronomie ist ein Wahlfach, oder? Oh, ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Hier irgendwie einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Na, warum nicht? Na gut, dann begleite ich dich wohl. Ich hoffe, das ist es wert. Bestimmt. Vertrau mir. Ich habe so gut wie alles darüber gelesen. Das wird einfach großartig. Wollen wir? Ach, hier bei den Tiger liegen. Wo setzen wir, weil es kein Tier drin sind? Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los.
Ich Lumos. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Ein paar Trankzutaten sammeln unterwegs. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ja, ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Kobolsteinclub ist fein. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Ich weiß, wo es lang geht. Amit, kann ich dich was fragen? Oh, natürlich. Wo genau ist dieser Altar, den wir suchen? Einer alten Astronomenchronik aus der Bibliothek zufolge könnte er irgendwo entlang der Schlossmauer sein. Warum faszinieren dich Sterne so? Wahrscheinlich, weil es so viel über sie zu lernen gibt. Ich meine, es gibt zu vielen Themen viel zu lernen. Aber die Astronomie scheint grenzenlos zu sein. Ständig wird etwas Neues entdeckt. Es werden ständig neue Monde und Sterne entdeckt. Erst vor 50 Jahren wurde ein neuer Planet gefunden. Aha. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Oh, also gut. Okay. Ein Glitch. Irgendwie unheilvoll. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Aha. In den Astronomie-Altar. Sehr gut. Da müssen wir auf der Mauer mal lang. Ah, verstehe. Spinnen lauern. Oh nein, nicht da, so nah bei der Schule. Amit. Ich lasse dir den Vortritt. Na los, versuch es mal. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Das ist der große Stern. Aha. Beim Sterngucken geht es um Geduld und Präzision. Na hier. Genau da. In der Leier. Was sind die große Wahrheit? Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien. Wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Ah, ja. Wie du meinst, Amit. Wie du meinst.
Wart's nur ab. Ich werde dich mit dieser Aussage zitieren. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem Geschichtsbüchern entdeckt zu werden. Texte, wie also du meinst, ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig, danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die K-Laute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald.